Dieser Studiengang ist einzigartig in dieser Art und wird in Luxemburg und Trier angeboten. Er heißt Theaterwissenschaft und Interkulturalität. Das ist ein Schwerpunkt auch an beiden Universitäten, der natürlich hochaktuell ist. Interkulturalität, wie gehen Kulturen miteinander um? In dem Zusammenhang auch, welche Theatertraditionen gibt es etc.? Wie werden auch Migration etc. auf dem Theater dargestellt, was gegenwärtig natürlich ein großes Thema ist? Wenn man sich im Bereich Theater interessiert und praktisch vor allem arbeiten möchte, sei es in der Dramaturgie, sei es in Marketing oder in anderen Bereichen der Theaterkultur, dann ist es sehr hilfreich, genau diesen Studiengang zu wählen, weil er sehr viel mehr praktische Anteile auch hat. Man kann beispielsweise auch Seminare mit Schauspielern machen. Man kann Praktika an den Theatern machen. Luxemburg hat ja eine reiche Theaterlandschaft. Das Schöne an dem Studiengang ist, dass er interdisziplinär ist. Das heißt, verschiedene Fächer auch der Universität Trier arbeiten zusammen. Wir haben zum Beispiel eine Japanologie, die stark theaterwissenschaftlich ausgerichtet sein wird. Wir haben in der Romanistik Theaterschwerpunkte, in der Germanistik etc., sodass die Studierenden dann einen breiten Überblick über eigentlich das internationale Theater bekommen werden. Also auch nicht mehr nur deutsches Theater, auch nicht nur europäisches, sondern internationales Theater. Es liegt auf der Hand, dass man sich für Theater begeistern sollte, dass man also selber Interesse an Inszenierungen hat, dass man in Inszenierungen geht. Das ist gar nicht selbstverständlich heutzutage. Also durch die neuen Medien ist das so ein bisschen fast obsolet geworden. Das Theater kämpft ja auch gegen die neuen Medien. Das heißt, es sollte schon eine gewisse Leidenschaft für entweder das Thema Interkulturalität oder eben auch das Theater oder möglicherweise beides vorhanden sein. Also was auch schön wäre, ist natürlich, wenn Leute schon Praxiserfahrung haben, aber das ist keinesfalls Voraussetzung, das kann man dort auch erwerben. Das heißt, wenn man schon mal reingeschnuppert hat, zum Beispiel schon mal hospitiert hat am Theater etc., das wären alles ideale Voraussetzungen. Dadurch, dass Luxemburg mit dabei ist, sind auch manche Veranstaltungen auf Französisch. Das heißt, die Bereitschaft, sich auch mit anderen Sprachen ganz praktisch auseinanderzusetzen, sollte gegeben sein. Darüber hinaus hat man dann auch eine ganze Reihe von praktischen Erfahrungen gesammelt, weil man eben auch eigene praktische Arbeiten präsentieren muss. Und das ist etwas, was in der Form, in der Kombination so einzigartig ist.